Jahren kennengelernt. Ich weiß noch, bei einer Veranstaltung mit Mittagessen im Hotel Radisson Blu in Berlin. Und wir haben uns dann anschließend beim Kaffee unterhalten. Und wir hätten damals vor 7 Jahren nie gedacht, dass wir mal hier in Impfingen eine Preußenstraße eröffnen und ein Campus. Ich habe auch Impfinger, ich war vorher noch nie in Impfinger, muss ich sagen. Ich kenne Impfinger nur von der Autobahnausfahrt her. Ja, große Bildungslücke. Und heute ist es soweit. Und wir haben, Herr Schindler hat schon erklärt, durch den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss diese Zufahrtsstraße, die keinen Namen hatten, Preußenstraße nennen, dürfen wir jetzt nennen, Preußenstraße. Und wir freuen uns nun auf Ihr Grußwort, Königin Ruhe. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, Vertreter des Deutschen Bundestages und des Landtages, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Grosser, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn hier in diesem Landstrich für meine Familie vor langer, langer Zeit einmal alles anfing, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich habe keine Deklaration zur Wiedereinführung der Monarchie dabei, das wäre auch bei 3,5 kleinen Kindern nicht wirklich leistbar. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, mich für einen wirklich herzlichen und besonderen Empfang mit prachtvoller Musik, prachtvollem Wetter und auch noch einer tollen Kutschfahrt, mich hierfür zu bedanken und das alles erleben zu dürfen. Wir haben uns heute zusammengefunden, um gemeinsam zum einen den Innovationscampus Empfingen einzuweihen und als Zufahrt zu diesem Innovationscampus immerhin eine 800 Meter lange Preußenstraße. Bin mir sicher, der ein oder andere von Ihnen fragt sich, wie die Einweihung einer Preußenstraße zur Eröffnung eines solchen Standortes denn überhaupt passen kann. Oder anders gesagt, wie das Thema Preußen mit Zukunftstechnologie in Verbindung zu bringen ist. Immerhin handelt es sich, das habe ich aus der Zeitung erfahren, um die erste Preußenstraße in Baden-Württemberg. Also wenn Sie so wollen, auch eine Innovation. Allerdings soll es hier ja um Innovationen einer ganz anderen Art gehen. Und zufälligerweise, das sei eben am Rande erwähnt, befasse ich mich auch beruflich mit Innovationen und Technologietransfer. Aber auch das als Begründung herzunehmen, wäre sicher auch etwas schwach, jedenfalls danach eine Preußenstraße zu benennen. Also was haben Preußen und Innovation miteinander zu tun? Ich finde, gerade weil dieser Zusammenhang der beiden Themen eben nicht auf den ersten Blick zu erkennen sein mag, freut und ehrt es mich ganz besonders, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Danke vor allen Dingen Ihnen, lieber Herr Grosser, ganz besonders für die herzliche Einladung hierher. Und auch ich erinnere mich sehr gut, dass wir uns an unsere erste Begegnung vor 7 Jahren und dann auch an unsere erste Begehung vor 2 Jahren hier auf der grünen Wiese, oder besser gesagt im grünen Wald, gemeinsam mit dem Herrn Bürgermeister und den beiden Herren Gallertz. Und ja, wir haben uns damals beruflich kennengelernt über das Fraunhofer-Institut und Sie haben mir von diesem kühnen Vorhaben berichtet. Mich reizt also das Thema Innovation sehr, das tue ich nicht verhehlen, aber auch der Besuch hier in Empfingen, das auf uraltem hohenzollernschen und später, wie schon erwähnt, preußischem Boden liegt. Als Oberhaupt meiner Familie mit dem Stammsitz der Burg Hohenzollern, also in direkter Nachbarschaft, wenn Sie so wollen, fühle ich mich unserer schwäbischen Heimat sehr, sehr verbunden. Immerhin sind hier meine Vorfahren vor ziemlich genau 600 Jahren aufgebrochen, um brandenburgische, preußische und deutsche Geschichte zu schreiben. Das ist zweifellos Vergangenheit. Aber auch die Vergangenheit hatte einst eine Zukunft vor sich. Mal eine bessere, mal eine schlechtere. Eine Zukunft, über die sich nicht zuletzt auch meine Vorfahren als Kurfürsten, Könige und später auch deutsche Kaiser immer wieder den Kopf zerbrochen haben. Die einfache Frage lautet seit eh und je, wie geht es weiter? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu und wie können wir gemeinsam diese Herausforderungen meistern? Die Antworten auf diese Fragen waren gewiss nicht immer menschenfreundlich.
das Zündnadelgewehr, das den Krieg zwischen Frankreich und Preußen 70-71 entschieden hat, oder die Krupp-Kanone namens Dicke Bertha, sind uns schnell zur Hand, um die Frage nach den preußischen Innovationen mit einem empörten Stirnrunzeln zu beantworten. Wir können jetzt aber auch von den preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts sprechen, wozu die Aufhebung der Leibeigenschaft gehörte, oder von den zahllosen preußischen Universitäts-, Akademie- und Museumsgründungen, die bis heute Bestand haben und nachwirken. Da sei nur erwähnt, jetzt zum Thema Innovation, die Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg, die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften, immerhin schon von 1917, oder die Kaiser-Wilhelm-Institute, aus denen nach dem Zweiten Weltkrieg die berühmten Max-Planck-Institute wurden. Nur das sind einige leuchtende Beispiele. Interessant ist, dass tatsächlich damals im Deutschen Reich der weitaus größte Anteil von bedeutenden Erfindungen und Innovationen und Erfindern aus Preußen kam. Übrigens, das sei jetzt am Rande erwähnt, auch Abitur und Landrat sind Innovationen, die in Preußen erfunden wurden. Mein Ur-Urgroßvater, Kaiser Wilhelm II. Zum Beispiel, war bei allem, was man vielleicht gegen ihn vorbringen mag, ein großer Förderer der technisch-naturwissenschaftlichen Bildung und Forschung. Ihr hatte vor über 100 Jahren sogar den Vorrang vor dem Bildungsideal des klassischen Humanismus eingeräumt. Und das immerhin mit großem Erfolg. Zur Zeit seiner Regierung und danach lag das Deutsche Reich übrigens auch bei der Zahl der Nobelpreisträger im internationalen Vergleich ganz weit vorne. Der ein oder andere könnte jetzt vielleicht einbringen, mir selber kam es während der Kutschfahrt, ein berüchtigtes Zitat meines Urgroßvaters, der damals das Automobil für eine vorübergehende Erscheinung gehalten hat und meinte, ich setze lieber auf das Pferd. Lieber Grosser, ich weiß nicht, ob Sie das im Sinne hatten, als Sie uns freundlicherweise die Kutsche zur Verfügung gestellt haben. Aber man kann ihm auch etwas zugute halten. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass mein Ururgroßvater schon 1907 drei Elektroautos in seinem Fahrzeugpool hatte. Damals kamen sie noch aus Stuttgart. Ich habe gesehen, hier haben wir welche aus München stehen. Aber wie bereits gesagt, haben Innovationen fast auch immer militärische Zwecke erfüllt. Das ist heute nicht anders und es wäre naiv, diesen Zusammenhang zu übergehen. Trotzdem glaube ich, dass wir uns freuen dürfen und dass es für den relativ großen Frieden, den wir ja Gott sei Dank in unserer Zeit noch erleben, dass der, oder es spricht für diesen großen Frieden, den wir erleben, dass der Empfinger Innovationscampus seine Pforten auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionslagers der Bundeswehr öffnet. Diese friedliche Umwidmung, finde ich, hat etwas Tröstliches und Beruhigendes mit dem praktischen Nebeneffekt, dass die bereits vorhandenen baulichen Sicherungen auch dazu dienen, die ein oder andere Innovation hier zu schützen. Man könnte also die Preußenstraße als durchaus programmatisch verstehen. Die Preußenstraße erinnert uns daran, dass wir auch beim Thema Innovation auf lange und schätzenswerte Traditionen zurückblicken können. Nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit ist eine Straße, die in die Zukunft führt. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders, auch als Chef des Hauses Preußen, zusammen mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die verschiedenen Projekte aus den Forschungsgebieten Energie und Umwelt kennenzulernen, die uns eben heute präsentiert werden. Sei es Speichertechnologie oder High Temperature Carbonization oder das in Empfingen entwickelte Domhaus, was ich vermute, was da hinten schon steht. Jedenfalls zum einen danke ich noch einmal sehr herzlich für den besonderen Empfang und auch für die mir entgegengebrachte herzliche Nachbarschaft, die ich an dieser Stelle, sehr geehrter Herr Bürgermeister, herzlich erwidern möchte. Gratuliere allen Beteiligten, einschließlich der Gemeinde Empfingen, zu Mut und Tatkraft für dieses Unterfangen. Und ich hoffe, dass in Zukunft noch viele Innovatoren die Preußenstraße entlang kommen und umgekehrt viele Innovationen
von diesem Standort aus Empfingen den Weg in die weite Welt finden. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein und danke Ihnen sehr herzlich. Ich zähle jetzt runter von 5 bis 0 und bei 0 ziehen Sie. Ja? Können Sie das so machen? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you.